So, dann machen wir mal weiter, ne? Wand wirkt nicht sehr stabil. Hart vielleicht? Sicher, um Speerspitze. Hör auf, so herumzutrampeln. Entspann dich, bin bloß ausgerutscht. Labert der. Schon ganz spitz. Na, das ist er doch immer, oder? Ich hab was im Auge. Ist wohl ein Splitter. Hoffentlich kein Spiegelsplitter. Das würde dich noch gemeiner machen. Haha. Hier stinkt's nach Moder. Was hast du erwartet? Veilchenduft? Das wär mal was. Ach, wie flauschig und fein es da schläft. Man wünscht, der Moment möge nie aufhören. Sehr spitze. Wir wissen, was das ist. So viel zum Überraschungsmoment. Ein Ogre oder sowas, wa? Naja, davon haben wir nicht viel. Hast mich vermisst, Hurensohn? Kein Problem für Geraldino. Wirst du es überleben? Denke schon. Verschwinden wir von hier. Warte. Das ist für Voltaire, du Hurensohn. Voltaire? Wer ist das? Schon vergessen? Kleiner Kerl, Narbe auf der Wange. Genau da. Oh, jetzt erinnere ich mich. Ja, mehr können wir nicht tun. Hat es nie hier rausgeschafft. Gehen wir. Hier ist ja ein Wölfe essen. Aha. Pilz hat auf jeden Fall keinen Bock. Ausgang, juhu. Oder Eingang? Schön wieder draußen zu sein. Es wartet noch mehr Ärger. Die Trolle? Auf die wartet Ärger, nicht auf uns. Wir sollten vorsichtig sein. Das ist ihr Gebiet. Wegen ein paar Trollen machst du dir in die Hose?
Früher war ich auch mal ein Abenteurer, doch dann bekam ich eine Mistgabel in den Bauch. Von einem Bauernkind, keinem Troll. Wäre fast gestorben. Komm schon. Von einem Bauernkind? Na, hoffe ich mal, hast du das ordentlich über das Knie gelegt. Magie, ein Ort der Macht. Da ist noch ein Troll. Voll aus in der Höhlenleber. Schwanz einzieht. Höchst ungewöhnlich für einen Troll. Du Hexer, Söhne, ich geh weiter. Halt. Halt. Dieser Berg sei ein Trollsenberg. Trollenberg. Ja. Dieses ist ein Trollenberg. Du redest mit diesen Idioten. Bleibt ruhig. Wir wollen nur zum Kreis. Hexer sind eins sagen, aber zwei tun. Manchmal tun auch drei. Ja, genug. Aus dem Weg, Dummbeutel, oder ich zermalme euch. Verstanden? Das haben sie verstanden. Gut gemacht. Lauf zur Höhle, bevor sie uns steinigen. Aber ich brauche doch ihre Leber. Let's go. Komm da nicht ran, wa? Hier so? Ja. Yeah. Und schon. Was? Will die abhauen? Kann denen gar nichts tun. Na gut. Steine werfen wir, ihr nicht gehen mehr. Hexer sind verstanden. Wir verstanden. Wir müssen immer noch zum Kreis der Elemente. Hören, wir müssen. Trolls nicht gehen zur Burg von Hexen. Steine da, viele. Schöne Steine. Macht dir die Unterhaltung Spaß? Sie bringt uns nämlich nichts. Lass mich reden. Du verstehst genauso viel vom Verhandeln wie die von Grammatik. Wir wollen euch nicht wehtun. Wir wollen auch eure Steine nicht anfassen. Lasst uns einfach durch. Hexer sagt nicht au, aber schlägt Troll vorher. So doll. Viel au hier. Aber Trolle werfen davor auch. Werfen zuerst, treffen Hexer. Hexer werfen auf Trolle. Au. Trolle werfen auf Hexer. Au. Au hier, au da. Wir machen so. Ihr lassen scharf Prügelstock da, dann ihr gehen. Nein sagen. Wir kaputt hauen.
Keine Chance. Ein Hexer ohne Schwert ist wie ein Hexer ohne Arm. Besser kein Arm als kein Kopf. So. Das ist jetzt ein Konstrukt, ne? Oder Relikt? Ach, keine Ahnung. So viele Scheiße, ja. Höhlentreu lieber, juhu, endlich. Auch Zeit, ey. Endlich. Hier nochmal Rebedo. Weiße Möwe. Ach ja, Kirschlikör und Alraunenlikör brauchten wir. Nur noch ein paar Schritte und wir sind da. Da schnauft jemand aber ganz schön. Bist wohl nicht mehr in Form. Endlich. Geschafft. Was du nicht sagst. Mann. Sieht toll aus. Sogar dir ist's aufgefallen. Geralt, wofür hältst du mich? Mal nachdenken. Eine Meckertante? Ha, klar. Spar dir deine Komplimente für später. An die Arbeit. Weißt du noch, wie dieser Kreis funktioniert? Ist schon eine Weile her, dass ich mein Medaillon hier aktiviert habe. Alles gut, alter Mann. Brauchst dich nicht zu entschuldigen. Zünde die Fackeln an und leg das Phylakterium auf den Altar. Ich mache den Rest. Wie ging das nochmal? Wasser, dann Erde, dann Luft. Alles klar. Das Phylakterium ist an seinem Platz. Jetzt müssen wir warten. Die Phiole absorbiert die Kraft der Elemente. Und wir gönnen uns eine Verschnaufpause. So einfach ist das. Also, wie bist du nach der Prüfung des Medaillons mit den Trollen fertig geworden? Mal überlegen. Ah ja, mit Axi. Ich musste aber nur an einem Troll vorbeikommen. Die anderen beiden waren beschäftigt. Ja, Axi. Sehr nützlich. Hat mir erst neulich mein Leben gerettet. Ich wittere eine interessante Geschichte. Eine der besten.
Ein paar Wegelagerer hatten mich aufgehalten. Der eine richtete seinen Bogen auf mich, der andere durchwühlte meine Tasche. Hab den mit dem Bogen dazu gebracht, seinen Freund zu erschießen und sich dann zu erhängen. Ja, tolle Geschichte. Echt eine tolle Geschichte. Nicht wahr? Ein echter Schenkelklopfer. Sag mal, warst du schon immer so ein zynischer Bastard? Nein, ich war bezaubernd, bevor mich Wesemir nach Kaer Morhen gebracht hat. Du denkst, es ist so schlimm, ein Hexer zu sein? Ich hätte noch jemand Schlimmeres werden können. Leider hatte ich keine Wahl. Es war unser Schicksal. Schicksal? Ich erzähl dir mal was von Schicksal. Mein Vater war ein Säufer. Hat sich einen hinter die Binde gekippt, dann mich und meine Mutter blutig geprügelt. Wir haben jede Nacht um seinen Tod gebetet. Eines Tages wurden unsere Gebete fast erhört. Vater hat sich auf dem Heimweg von der Taverne verlaufen. Ist direkt in ein Neckarnest gelaufen. Doch ein Hexer hat ihm geholfen. Weißt du, was er im Gegenzug wollte? Bring mir das Erste, was du zu Hause siehst. Mein Leben für das Leben dieses Arsches. Ich sage, fick dich, Schicksal. Das wusste ich nicht. Tut mir leid. Falls du dich nochmal wunderst, warum ich so verbittert bin, jetzt weißt du's. Na schön, genug gejammert. Verschwinden wir von hier. Ist schon aufgeladen? Gut, gehen wir zurück. Nach dir, mein Herr. Das hässliche Entlein. Das müssen Eskels Spuren sein. Sonst hat in letzter Zeit niemand die Festung verlassen. Mal dieses komische Schnapszeug, ey. Gespannt, wer das verkauft. Deiner muss es doch verkaufen, oder? Ich glaube, ich muss die Gastwirte nochmal abklappern, ey. Wo ist er denn lang geritten? Okay. Da sind Pferde. Ne, ist nur ein Pferd. Okay.
Das ist sein Pferd. Wie hieß es noch? Skorpion. Schönes Tier. Eskelzelhager. Er hat sich wohl auf einen längeren Aufenthalt eingestellt. Verbessertes Drakonidenöl. Ja, habe ich aber schon. Fußspuren und Hufspuren. Eine Ziege. Interessant. Plötze, du alte Shooter, auch mal wieder da. Die ist nicht Plötze, ist Skorpion. Außerdem hat meine Plötze einen viel, viel besseren Sattel und eine Trophäe an der Seite. Gucken, ob ich Plötze überhaupt rufen kann. Ja, hier, guck, da ist Plötze. Hat einen viel krasseren Sattel und hier vorne diese Panzerung drauf. Vollklappen, ne? Dann die Satteltaschen, die Trophäe. Ja. Ne, das Pferd gehört einem anderen Hexer, den ich gerade suche, glaube ich. Inventar. Drakoidenöl. Ja, dann nehmen wir das doch mal. Das werden wir bestimmt gleich brauchen. Warum läufst du laufend? Weil Plötze nicht so geil ist. Felsen. Hier ist Endstation. Toll. Ich könnte der Nase nachgehen. Eskel kann ich nicht riechen, aber die Ziege muss nur eine Geruchsprobe finden. Rindenstückchen. Offenbar hat Eskels Ziege sich am Baum gescheuert. Ein Knäuel Ziegenhaar. Puh, das stinkt. Ich wäre zu faul zum Laufen. Würde mein Pferd eher nutzen. Ja, aber die Steuerung ist nicht so geil beim Pferd, also. Es bleibt halt ziemlich häufig irgendwo hängen und hört dann einfach auf zu laufen und sowas. Weißt du, wie ich meine? Von wegen du. Eskels Spuren. Die Nase irrt sich nicht. Von wegen du gehst halt die ganze Zeit oder reitest oder galoppierst oder so und auf einmal bleibt es stehen und dann musst du wieder neu korrigieren. Und dann bleibt es wieder stehen, musst wieder neu korrigieren und das ist nervig. Meckerfritze! Hallöchen! Ist hier angepflockt. Meckerfritze. Ein Gabelschwanzköder und offenbar auch ein Hexerköder. Um einen Gabelschwanz zu fangen, schlag einen Pflock ein, binde eine Ziege daran und verbirg dich flugs im nächsten Gebüsch. Bruder Adalberts Bestiarium, Seite 82. Dein Gedächtnis hast du also wieder. Und trotz deines Alters scharfsinnig wie eh und je. Du bist so alt wie ich, Schlaukopf. Lass dich nicht von grauen Haaren täuschen. Schön, dich endlich wiederzusehen. Yen hält euch ganz schön auf Trab, wie? Hat schon Befehle gebrüllt, als erst ein Fuß aus dem Teleport ragte. Als ich etwas entgegnen wollte, sagte sie... Damen darf man nicht unterbrechen. Genau. Manchmal bin ich froh, dass meine hässliche Fratze mir die Frauen vom Leib hält. Komm schon. Auf deine Art bist du ein gut aussehender Kerl. Geralt, bitte. Hör auf mit dem Mist.
Hörst du? Er kommt. Außerdem hast du auch Axi, oder wie der heißt. Tust halt die Frauen beeinflussen, ist gut. Verdammt, er hebt ab! Auf die Flügel! Ja, muss ich wohl so hinterher, wa? Was machen wir denn jetzt hier mit Meckerfritze? Lassen wir den hier dran, oder was? Sieht wohl so aus, wa? Miese Riesenreptilien. Ich hasse es, wenn sie das machen. Hätte uns den Ärger ersparen und sich töten lassen können. Hm. Und sich dazu selbst ausweiden und sich auf einen Bratspieß schieben? Ha, genau. Obwohl das Biest kaum so wohl erzogen ist. Wir müssen klettern. Etwas Training wird dir gut tun. Na, du hast ein bisschen zugelegt. Das sind die Reste vom Winterspeck. Du meinst wohl dich selbst, Scherzkeks. Blutet stark. Aus einer Arterie. Helles Blut. Der kommt nicht mehr weit. Außerdem ist das ein gutes Training, ne? Wenn man halt die ganze Zeit läuft und so, kann man halt auch nicht zunehmen. Ist auch ganz gut eigentlich. Wenn man die ganze Zeit auf dem Pferd reitet, wird man immer fetter. Hast du keine Angst, das Pferd unten zu lassen? Vielleicht kommt der Gabelschwanz und holt es sich. Ha, Skorpion ist ein Schlachtross. Ein reinrassiger Ketveni. Der kommt klar. Hab ich dir erzählt, woher ich ihn habe? Nein, ich glaube nicht. Ich hab mal einen verirrten Ritter gerettet. Du weißt schon, Wald, Finsternis, Wölfe, das Übliche. Ich sagte ihm wie üblich, gib mir das, was du zu Hause findest. Diesmal war es kein Kind, aber seine Stute hatte gerade gefohlt. Eskel und Skorpion. Durch das Schicksal verbunden. Zauberhafte Geschichte. Nimm mich ruhig hoch. Du bist nur neidisch. Dich hochnehmen. Mein Hahn ist tot, mein Hahn ist tot. Er kann nicht mehr krähen, Kokodi, Kokoda. Was ist das für ein Lied? Altes Lied der Hochgebirgler. Ideal zum Bergsteigen, hat mir meine Mutter immer vorgesungen. Du erinnerst dich an sie? Nur an das blöde Lied. Sonst an nichts. So, ab und zu mal die Hexersinne wieder aktiviert. Hat der Leo mal erzählt von Klettern? Erst ein bisschen hoch und jetzt wieder runter, oder was? Oh, eine schöne Aussicht, wa? Über die ganzen Berge. Man kann aber nicht überall hin. Schade so ein bisschen, wa? Dass das nicht so ein Dark Souls ist. Von wegen, was man sieht, da kann man hin. So, wie schaut's denn aus hier? Wie geht's denn weiter? Ach, hier lang. Dachte doch. Hier ist er gelandet. Nicht sehr elegant. Schau die Spuren. Wir haben wohl seinen Flügel gebrochen. Also dafür, dass der Flügel gebrochen ist, er hat schon weit geflogen noch, wa? Hm, ich sollte mich ein wenig umsehen. Das sollten wir tun, ja. Ist wohl in sein Versteck geflohen. Gut. Jetzt flieht er nicht mehr, sondern muss kämpfen. Drakoide. Verwesenes Fleisch. Heide, Heide, deine Welt sind die Berge. Achso, Heidi meinst du wahrscheinlich. Heide, Heide. Heidi. Heidi.
Was hat denn jetzt der Finger damit zu tun? Ich meine, das I ist ja wohl ganz woanders, oder? Wenn man mal guckt, das I ist da ganz links und das I ist ganz rechts. Also, das war ja nicht mal aus Versehen. Das war ja mit purer Absicht. Na schön, her mit der Rückenmarksflüssigkeit und dann raus hier. Schneide hinten direkt unterhalb des Schädels. Hat Jan dir gesagt, wozu sie sie braucht? Du weißt es also nicht. Und das, stört dich nicht? Nein, tut es nicht. Ich vertraue ihr. Und da heißt es, Leute lernen aus ihren Fehlern. Wie bitte? Nichts, nichts. Stört dich was an Jen? Na los, hab Mumm und sag's mir gerade heraus. Hab du Mumm und gib zu, dass sie dich reingelegt hat. Oft genug. Das war einmal. Sie hat sich geändert. Klar. Na gut, vergiss es. Gehen wir. Bist du ja noch neidisch, dass er mit mir poppt und nicht mit dir? Ah, naja, ich sitze so weit weg, da stört das Signal ein bisschen. Aber das E ist doch trotzdem auf der anderen Seite der Tastatur. Verbesserte Wolfshandschuhe. Aha. Ist das nicht das, was ich noch gebraucht habe? Nee, Wolf nicht, Katze. Genau, Katze hat mir noch gefehlt. Okay, wir müssen so raus, wie wir reingekommen sind, oder was? Ja, sieht wohl so aus. Ich habe erst gedacht, okay, vielleicht ist es Autokorrektur oder so, weißt du? Hey, was hältst du von einem Handy? Rennen? Wollen wir sehen, wer schneller ist, Plötze oder Skorpion? Und wer besser reiten kann? Keine Herausforderung, weil ich dich auch auf einer lahmen Sau besiegen würde. Aber warum nicht? Du bist selbst eine lahme Sau. Wer Kaer Morhen zuerst erreicht, hat gewonnen. Okay. Los, lauf! Los, Plätze! Gib Stopp! Aus dem Weg! Weiter oder kann man mit dem Auto fahren? Langsam, du brichst dir noch den Hals. Reicht das noch von der Ausdauer? Ja, gerade so, wa? Alter Verwalter. Gerade so, ey. Endlich. Hat ja gedauert. Der Sattel war locker. Mhm. Alle schlechten Tänzerinnen geben ihren Schuhen die Schuld. Bist selbst eine schlechte Tänzerin. Aber ein verdammt guter Reiter. Wir haben nicht gewettet, doch ich finde, du verdienst einen Preis. Wenn du darauf bestehst. Hier, nutze es weise. Eine Karte? Was habe ich gekriegt? Bergstiefel. Gift der Erhängten, Manuskript. Aber levelt dein Pferd nicht mit, wenn du es reitest? Nee. Weiß nicht, wie du darauf kommst.
Das Pferd hat bestimmte Basiswerte und diese Basiswerte kann ich nur erhöhen, wenn ich ihm Ausrüstung gebe. Hier drüben, rechts. Ach, siehst du nicht. Hier. Sirikanische Satteltaschen. Plus 100 Kapazität der Satteltaschen. Sirikanische Scheuklappen. 60 Panikstufe des Pferdes. Und der Sattel ist das Wichtigste von allen, weil der erhöht nämlich die Ausdauer des Pferdes. Ansonsten kannst du das nicht leveln oder so. Die Ausrüstung des Pferdes ist wichtig. Was du denen gibst, welchen Sattel und welche Scheuklappen und sowas. Und wenn ich bessere Ausrüstung haben will, zum Beispiel, muss ich halt mehr Rennen machen und so. Habe ich ja auch teilweise schon gemacht, ne? In relativ vielen Rennen habe ich ja teilgenommen. Und habe ja auch die Sachen gewonnen bisher, die ich anhabe. Teilweise habe ich sie am Anfang auch gekauft, weil ich halt nichts Besseres hatte für Plötze. Aber die Sachen, die Plötze jetzt gerade aktuell anhat, die habe ich zum Beispiel beim Pferderennen gewonnen. Alles so im Arsch hier, wa? Berengars Notizen. Die Handschrift kommt mir vertraut vor. Berengars. Die Papiere liegen seit Jahren hier. Verdammter Metallbrocken. Eine schweißtreibende Woche zwischen Amboss und Blasebalg. Endlich halte ich Tor Hyäne in Händen. Es strahlt. Und dann zerspringt es beim ersten Übungsschlag in 1000 Splitter. Ich muss die Legierung verdorben haben, oder ich habe es nach dem Schmieden zu schnell abgekühlt. Schwer zu sagen. Ich muss wohl von vorne anfangen, aber nicht hier. Wesemir schafft mich noch mit seinen verfluchten weisen Sprüchen. Ich hätte wissen müssen, was ich für ein Fass aufmache, wenn ich ihm um Rat frage. Keine Ahnung, wie Geralt das erträgt, ohne vollends verrückt zu werden. Ach, Wesemir redet doch gar nicht so viel. Die wilde Jagd. Ein fahles Band flackert über dem Himmel. Darin kann man mühsam die Silhouetten der Geisterreiter nach ausmachen. Und dann kommt die Kavalkade heran und ihr grässlicher Anblick wird immer deutlicher. Bald fallen die Büffelhörner auf ihren Helmen ins Auge. Dann das Wappen zwischen ihnen. Schließlich die Totenschädel unter ihren Visieren. Die Geister reiten auf Skelettpferden, deren Knochen weithin schimmern. Ein wütender Sturm zerrt an den Weiden. Die Klingen glänzen wie ewige Sterne in der Schwärze. Der Wind heult immer lauter. Nein, es ist kein Wind. Es ist der Gesang von Ghulen. Plötzlich dreht die albtraumhafte Kavalkade ab. Die Hufe der garstigen Pferde zermalmen die Irrlichter, die über den Sümpfen hängen. Am Kopf der Kavalkade reitet der König der Jagd. Über der schädelartigen Maske erhebt sich ein rostiger Helm.
Aus den Augenhöhlen strahlt hellblaues Feuer. Um ihn wirbelt ein zerschlissener Mantel. Auf seinem rostbedeckten Brustpanzer rasselt eine Halskette. Daraus hervorstarren Löcher so leer wie der Abgrund. Einst waren sie kostbaren Steinen besetzt, doch sie fehlen auf der rasenden Fahrt über den Himmel heraus und wurden zu Sternen. Der König der Jagd lacht, seine Zähne verfault und vermodert, schnappen über den rostigen Kragen seines Brustpanzers, die blauen Flammen in der Augenhöhle seiner Skelettenmaske lodern. Necronomicon. Die Idee, der Mensch wäre in eine leere Welt gekommen und hätte sich dieser ungestört bemächtigt, ist so töricht wie die Vorstellung, die Welt würde aufhören zu existieren, wenn die Menschen verschwinden. Ehe die der ersten Menschen unsere Welt betraten, war sie von Wesen bewohnt, die den Menschen im Hinblick auf Weisheit, Stärke und alle anderen Vorzüge überlegen waren. Diese Wesen existieren noch heute, wenn auch nicht in Sphären, die dem menschlichen Verstand zugänglich sind. Sie bewohnen keine Dimension, die uns bekannt wäre. Am treffendsten lässt sich sagen, dass sie in einem Raum zwischen den Welten leben. Manchmal kann man ihre Anwesenheit in Form eines plötzlichen unbekannten Geruchs oder einer seltsamen Empfindung von Unruhe ohne offenkundige Ursache spüren. Auch Wind, der in mehreren Richtungen zugleich weht, ist eine Form ihrer subtilen Manifestationen unserer Dimension. Es gibt verschiedene Vorstellungen über das Äußere dieser Kreaturen, die mit der Realität jedoch nichts zu tun haben. Da ein Mensch sich nichts vorstellen kann, was er noch nie gesehen hat, auch in den wildesten Albträumen nicht. Der größte Schrecken dieser Wesen besteht gerade in ihrer Undefiniertheit und ihrer nicht vorhandenen greifbaren Form. Zudem wäre es ein Fehler zu glauben, dass formlose Kreaturen auch harmlose Kreaturen sind. Sie besitzen Kräfte, die es ihnen erlaubt, ganze Wälder zu vernichten, Städte einzuebnen und Meere in wilden Aufruhr zu versetzen. Heute ist der Mensch der Herr der Welt, doch nicht für lange. Sie warten geduldig und bald werden sie sich erheben und ihren einzigen Glanz wiederherstellen. Dies ist so sicher, wie das Morgen auf der Nacht folgt und der Abend auf den Morgen, um ein weiteres Mal alles in Finsternis zu versinken zu lassen. Fauna der nördlichen Reiche, Band 1. Jeder weiß, was ein Wolf ist. Wer hat sich nicht schon nächstes Nächtens heulend hören und ihre Spuren am Morgen im Schnee gefunden? Wer ist nicht erschaudert, wenn er im Walde zwei Dutzend von ihnen jagen sah? Diese schönen Tiere werden von den Menschen als Feinde behandelt. Und nicht ohne Grund, denn sie greifen aus Nutztierherden an. In Zeiten stärksten Frostes töten sie sogar Pferde. Doch sind sie edle Tiere von hoher Intelligenz, die eine Stärke und Unabhängigkeit an den Tag legen, die man einfach bewundern muss. Sieh mal an, er hat an einem Schwert gearbeitet und seinen Notizen zufolge nicht an irgendeinem, an Thor Herne. Ich sollte mit Wesemir reden. Berengar hat ihn ins Vertrauen gezogen. Er könnte wissen, wie weit Berengar gekommen ist. Meister-Reparaturset. Nice. Ganz schön baufällig, wa? Die Burg. Das ist ja wirklich mehr als baufällig, ey. Voll die Meisterdinger hier, ey. Krass. Yeah, noch mehr. Geil.
altes Ziegenfell. Oh, schade. Eine Riesenkiste, wie ist da nur ein Apfel drin, ey. Das muss ja ein Riesenapfel sein. Die Nordlandkriege, Mythen, Lügen und Propaganda, historische Abhandlung von Restif de Montalon. Die Kriege des Nordens, Mythen, Lügen und Halbwahrheiten. Die meisten Historiker schreiben den Prozess, die Verurteilung und Exekution von Joachim der Wett, dem brutalen, grausamen und tyrannischen Wesen von Kaiser M. hierzu. Obwohl viele Autoren mit großer Vorliebe Hypothesen über Rache und einer rein privaten Angelegenheit verbreiten, ist es höchste Zeit, die Wahrheit zu erzählen. Die Wahrheit, die jedem Gelehrten schon sehr lange klar ist. Herzog de Wet fühlte die Verdengruppe so erbärmlich, dass selbst die Bezeichnung unfähig noch zu nett wäre. Obwohl die gegnerischen Streitkräfte nur halb so stark waren wie seine Truppen, zögerte er die nördliche Offensive heraus und widmete seine gesamte Aufmerksamkeit der Bekämpfung der Scharmützler von Verden. Die Verdengruppe verübte unter der Bevölkerung schreckliche Verbrechen. Das Ergebnis davon war leicht vorherzusehen und natürlich unvermeidbar. Während die Anzahl der Aufständigen im Winter lediglich nur 500 betrug, hatte sich im Frühling beinahe das gesamte Land gegen uns bewaffnet. König Erwil, der dem Kaiserreich treu ergeben war, wurde ermordet und sein Sohn, Thronprinz Kistrin, der mit den Nordlingen sympathisierte, wurde zum König ernannt. Mit den Piraten von Skellige an der Flanken, an den Flanken der Offensive der Nordlinge in Cidaris vor sich und der Rebellion in seinen Rücken, steckte de Wet in einem chaotischen Kampf fest und musste eine Niederlage nach der anderen hinnehmen. Dadurch wurde die Offensive der Zentralarmee verzögert. Statt die Flüge der Nordlinge zu binden, wie es vorhergesehen war, hielt die Verdengruppe Menno Köllhorn fest. Die Nordlinge nutzten den Vorteil dieser Situation sofort aus und unternahmen einen Gegenangriff, brachen in einem Ring um Majena und Maribor herum durch die Linien und vereitelten jegliche Möglichkeit auf eine schnelle Rückeroberung dieser wichtigen Festungen. De Wets Unvermögen und Dummheit waren auch für die Moral ausschlaggebend. Die Legende der nilfgaardischen Unbesiegbarkeit war dahin. Hunderte neue Rekruten liefen den nördlichen Armeen zu.
What? Einige Seiten fehlen. What? Beeindruckendes Exemplar. Ein Monat Spurenlesen und Verfolgung. Aber dann habe ich das Mistvieh drangekriegt. Glückwunsch. Aber ich frage mich trotzdem, warum du den Kadaver behalten hast. Willst du ihn ausstopfen und über den Kamin hängen? Keine üble Idee. Aber erst muss ich die Autopsie beenden. Der hier war ungewöhnlich schnell und stark. Ich will ihn gründlich untersuchen. Darf ich mal schauen? Möchtest du die Ehre haben? Nein, danke. Du schneidest, ich esse einen ab. Untersuchen wir den Kopf. Lange Tasthaare, vortretender Frontallappen, aber das ist normal. Lange Ohren und ein Ohrring. Habe ich schon mal gesehen. Einige mögen glitzernde Objekte. Wie Elstern. Und im Maul? Gelbe, stumpfe Zähne. Die vorderen Schneidezähne fehlen, oben und unten. Mag offensichtlich keine Zahnseite. Gut, weiter. Öffne seinen Bauch. Und? Irgendwas Interessantes? Unverdaute Nahrung, aus einigen Jahrzehnten, wie es scheint. Menschenhaare, eine Gürtelschnalle, ein paar Kopper und ein Goldring. Willst du den Yennefer geben? Müsste wie neu sein, wenn man ihn ein bisschen poliert. Nein, danke. Sie trägt nur Silber. Selbst schuld. Der Rest ist ganz normal. Nur die Fettleber nicht. Offenbar hatte er eine Vorliebe für Säuferblut. Nette Clown. Knapp 2 Spannen lang. Die wachsen pausenlos. Die Bestie war gut 100 Jahre alt. Muskulöse Beine. Vor allem die Oberschenkel und die Füße. Dieser Bastard war schnell, das sag ich dir. In einem Moment da, im nächsten wieder in den Schatten. Es dürfte schwierig gewesen sein, ihn zu sehen. Wie hast du ihn denn besiegt? Oh, lange Geschichte. Erzähl ich ein andermal. Ich habe fürs Erste genug gesehen. Er war alt und erfahren. Es wäre schön, wenn man das Alter eines Katakans anhand seiner Fährte bestimmen könnte, damit man einem wie dem hier nicht unvorbereitet gegenübersteht. Da hast du recht. Aber nicht jetzt. Bis dann, Eske. Keine Angst vor Silber. Schon was einlagern. Ich muss mal meine Rüstung langsam upgraden, ey. Noch 170 Erfahrungspunkte, dann kann ich meine Rüstung endlich upgraden. Was ist das denn? Trollhaut. Okay. Eine Leber haben wir noch. Können wir reden? So geil.
Glaubst du, dass Universale als reale, individuelle Wesen existieren? Oder sind sie nur geistige Konstrukte? Mhm, ich auch. Das ist okay. Wiedersehen. Lass mal Lambert suchen. Ich will noch mit ihm Karten spielen. Hexer zu Pferde haben sich nicht ausgezahlt. Nee, haben sich nicht ausgezahlt. Puls schwach, aber regelmäßig. Klaus Lambert. Christopher Lambert. Können wir reden? Worüber? Spielen wir Gwent. Aber erstmal die anderen Sachen. Du hast dich kein bisschen verändert. Höre ich da Enttäuschung? Nein, Überraschung vielleicht. Die meisten werden im Alter sanfter. Du wirst kratzbürstiger. Mama hat immer gesagt, ich sei anders. Mir würden andere Adjektive einfallen, aber anders tut es auch. Schön, mal wieder zusammen zu sein. Findest du nicht auch? Mhm. Nur Ciri fehlt. Danke für die Erinnerung. Ich musste das Thema wechseln, bevor du in sentimentales Schluchzen ausbrichst. Hast du eine Ahnung, warum sie zurückgekehrt ist? Kurzfassung, sie ist auf der Flucht vor der wilden Jagd. Verdammt. Ihr könnt euch auf mich verlassen, wenn es brenzlig wird. Schon mal Gwent gespielt? Na klar, ich habe sogar versucht, das Wesemir beizubringen. Aber er hat sich als ungeheuer begriffsstutzig erwiesen. Warum fragst du? Willst du ein schnelles Ründchen spielen? Und ob? Wenn ich mit dir fertig bin, wirst du plärren wie ein Säugling. Oh, Feierhai. Ja, wir beginnen, ja.